Ich befinde mich am Flughafen, denn wie ihr wisst, in Folge 1 wurde das erklärt, es geht nach Griechenland. Wir sind hier nicht umsonst hingefahren, Digga. Lass dir mal zeigen, wer wir sind, Mann. Lass den Ball laufen und nicht dir dabei nach vorne. Der gewöhnte Gast war an den Platz. 3, 2, 1. Bis hierhin sehr ausgeglichenes Spiel, doch die Engländern mit gefährlicheren Chancen. Wir hatten bis dahin gar keinen Torschuss gehabt. Und das war gar nicht gut für uns. Wir haben uns aber trotzdem weiter in die Zweikämpfe reingeschmissen und haben weiter gekämpft. Aufstellung. Natürlich fangen wir mit Benny im Tor. Eine Dreierkette mit Momo, Rinat und Nico über rechts. Im Zentrum mit Karl über links, Kuba und Maxi behalten das Zentrum und Ryan über rechts. Doppel-10 für Ziad und Hamza und ganz vorne David. Que passa, louco? Que passa, louco? Yuri Rodriguez, meu mano. Que passa, loucos? Que passa, loucos? Sean Rodriguez, heute mal wieder am Start. Dritter Tag hier in Griechenland, auf Folge 3. Von Traum zur Realität hier in Griechenland. Ja, heute haben wir mindestens 2 Spiele vor. Wir haben jetzt einmal in der Gruppenphase gegen Gruppenersten, Aristeas, die Griechen. Die haben 4 Punkte, wir haben 3. Und wir spielen genau gegen die. Es liegt nicht mehr an unserer Hand. Wir hätten gestern das erste Spiel gewinnen müssen. Haben wir leider nicht. Ich muss aber auch sagen, ich wusste nicht, dass nur die Ersten weiterkommen. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dann hätte ich den Jungs noch mehr gepusht. Ich bin in den Gruppenersten, können maximal 6 Punkte erreichen. Der Zweite, Exeter, die Engländer spielen gegen den Letzten, gegen den aus Armenien, glaube ich. Ja, ich muss sagen, die haben es einfacher als wir. Aber wir hoffen, dass die anderen unentschieden spielen, mal wieder. Und dass wir halt das Spiel gegen Aristeas gewinnen. Wenn wir das gewinnen, haben wir danach direkt Achtelfinale. Wenn wir das verlieren, haben wir danach direkt dann die Loser-Runde. Alle Zweiten spielen gegen den Zweiten, alle Dritten gegen den Dritten. Und ja, ich würde sagen, lass jetzt schon mal ein Like da. Ah, nee. Warte, wir machen jetzt gleich nochmal Porträtbilder. Wir spielen noch ein bisschen Among Us. Und ja, dann ändern wir so ein bisschen die Taktik, beziehungsweise da ändern wir ein paar Positionen, was uns gestern auf jeden Fall gut gefallen hat im zweiten Spiel. Momo zum Beispiel auf der 10, wir werden mit Justus zum Beispiel vorne spielen, Maxi Pein wird in der EV im Zentrum spielen, in der Dreierkette. Und ja, wir müssen halt eben sehen, wie es Kuba geht, ob er spielen kann oder nicht. Luis hatte gestern auch Wehwehchen. Aber gut, das sind alles Kleinigkeiten, wir ziehen das Ding durch. Ich hoffe, dass wir... wo bin ich? Also, lasst jetzt schon mal ein Like da, aber nicht vergessen, dann würde ich sagen, let's go! Hop inside an Audi, then I did the dash. Shawty know I only care about the cash. Big guns, big sticks, big rash. Okay, Ziad, wie findest du das Turnier bis jetzt? Bis jetzt richtig geil. Wir sind an einem schönen Ort. Ja, alles gut, außer das erste Spiel. Leider nicht so gut. Aber egal. Was erwartest du vom heutigen Tag? Dass wir auf jeden Fall mit einem Sieg nach Hause kommen. Und ja, damit wir weiterkommen. Wie ist das fußballerische Niveau hier in Griechenland? Also, manche Mannschaften sind gut. Manche Mannschaften sind halt noch, könnten sich noch verbessern und so. Aber wir sind ehrlich gut, obwohl wir nicht trainiert haben und so zusammen. Ich glaube, wir schaffen das.
Würdest du das weiterempfehlen, diese Erfahrung mitzunehmen? Ja, richtig. Das macht erstens richtig Spaß. Und eine Woche Fußball spielen, ehrlich, ich würde es weiterempfehlen. Wie geht das Spiel heute aus gegen Aristeas, gegen die Griechen? Das weiß ich leider nicht. Ich will auch jetzt nicht irgendwie sagen, dass wir gewinnen, aber hoffentlich gewinnen wir. Und hoffentlich verlieren die anderen, damit wir Erster werden. Und ich hoffe, wir gewinnen. Und ja, Lukas, wie vorhin schon erwähnt, haben wir dann Imposter, also Fußball Imposter gespielt. Fußball Among Us. Und ich stelle euch mal eine Frage. Soll ich ein komplettes Video nur mit Fußball Among Us hochladen? Schreibt mal bitte eure Meinung in die Comments. Und genau, es ging dann direkt los Richtung Platz, natürlich als Team mit dem Bus. Und es ging, wie gesagt, heute um alles. Die Jungs waren in dem Bus, natürlich sehr konzentriert. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stun. Oh, oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb, looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm a hype. Yeah, ihr könnt euch die Schuhe fertig anziehen, aber seid leise. Yeah! Wir fangen an mit Maxi Ruffmann. Ich bin im Tor. Ich komme Maximilian in der Dreierkette. David kommt Kuba davor. Karl auf der linken Seite. Zierend auf der rechten Seite über außen. Zeig mir mal, was du gestern bringen machen wolltest, was nicht geklappt hat. Momon hat sein Zentrum und vorne Justus. Wir haben im Zentrum überragende Spieler. Und David als Abräumer. Ich möchte, dass wir die Bälle abholen, nicht so wie gestern, dass das Zentrum komplett frei war. Hansa und Momo, ihr könnt sehr, sehr gerne entgegenkommen, die Bälle abholen und dann nach außen spielen. Für mich ist es aber natürlich klar, Hansa und Justus, ihr könnt auch gerne die Laufwege nach vorne machen, in den Zwischenräumen. Klar für mich, Ball haben wollen. Wir haben gestern im Spielaufbau so Schwierigkeiten gehabt, also wirklich krass Schwierigkeiten, den Ball von hinten nach vorne gut rauszuspielen. Ich möchte, dass wir heute mit Maxi vor allem im Zentrum, Rinat und Nico hier außen, das tausendmal besser machen. Gegen den Ball, sehr, sehr wichtig, spielen mit David als Rechtsverteidiger, Nico und Maxi als IV und Rinat über links. Karl, linker Mittelfeld, Kuba, Momo im Zentrum als Sechser, Zier, rechter Mittelfeld, Justus und Hansa vorne. 4-4-2, wenn der Gegner Abschluss hat, zieht Zier und Karl nach vorne und spielt mit 4-2-4. Haltet die Linie, Justus und Hansa. Ihr seid diejenigen, die vorne das Kommando geben. Nicht einfach loslaufen ohne einen Plan, so stehen wir Lücken. Gegen den Ball, wie gesagt, 4-2-4. Kette halten und ruhig von hinten aufbauen. Es zählt nur, dass sie scheißegal, was die Gegner machen, ob die unentschieden spielen, ob die verlieren oder ob die sogar gewinnen. Wir wollen siegen, wir wollen gewinnen. Wir wollen hier mit einem guten Gewissen aus der Gruppenphase rausgehen, egal ob wir verloren haben, gewonnen haben, beziehungsweise die Gegner gewonnen haben oder verloren haben, wir wollen nur den Sieg. Okay? Willst du noch was sagen? Wie ist so wichtig, Maxi? Gegen den Ball, 4-2-4. Gut Fuß, Maxi. Hier, gutes Kopfballspiel, deswegen habe ich da gepackt. Mit Ball, das, was ich jetzt erzählt habe, möchte ich, dass wir dich im Zentrum mit einpacken, dass wir die gleich über Brücken nehmen. Sucht Maxi, sucht den freien Raum. Das habe ich auch schon zu Nico gestern gesagt, das unterscheidet man die Spieler. Gehe ich in einen Raum, der wird besetzt, was mache ich dann? Ich bleibe mir stehen, suche mir einen neuen Raum, probiere einen anderen da reinzuziehen. So schaffen Räume, das sind die Kleinigkeiten, die wir brauchen. Bitte da nicht anfassen. Kälte muss stehen, Zentrum muss stehen. Wir haben ein relativ defensives, kämpferisches, läuferisches Mittelfeld. Das bitte auch so vernünftig machen. Schiene, Karl, heißt nicht vorne bleiben. Schiene heißt mit zurückkämpfen. Deswegen Schiene. Das gleiche gilt für Sie. Wir haben Wechseloptionen, klappt das nicht, wechseln wir. Weil, wie Juli schon gesagt hat, es zählt nur Sie. Falls dir was einfällt, erzählen wir den Rest draußen. Jungs, alle. Eine Sache noch. Wir haben gestern die Standardvariante Ecken nicht richtig gemacht. Wir haben immer geklatscht und nach außen gespielt. Dieser Spieler hat die Möglichkeit, wenn hier nur ein Gegenspieler ist, anzutäuschen und hier reinzudribbeln. Hier ist meistens immer gar kein Gegenspieler, sondern der steht hier
wenn da zwei zu Ecken gehen. Zieht mal hier rein und spielt den flach rein, okay? So, ready? Ah, Kapitän bekommen, Nico. Ready? Mach ich. Okay, ja, 1, 2, 3. Raus. Nach der Besprechung sind wir direkt rausgegangen und heute war unser Spiel auf Rasen. Und ich muss sagen, der Rasen war ja eine 4 von 10, wenn überhaupt. Naja, die Jungs haben sich warm gemacht, waren fokussiert, denn wie vorhin schon gesagt, es zählte nur der Sieg. Maxi hat es hier super gemacht, 1-2 und dann einen kurzen Sprint nach vorne. Wie gesagt, es ging für uns um alles, aber wir hatten nichts in der Hand. Das heißt, wir mussten gewinnen und auf dem Fußballgott hoffen. Und kann mir einmal bitte erklären, was Luis hier macht mit der Kamera? Naja, auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Ich würde sagen, ich lasse euch mit dem Spiel. Schon flink, die Sau. Erstmal die Stufe! Sauber! Momo! Du brauchst deine Pose wieder. Kerl, ey! Gut, wieder geholt, klar. Geh! 2, 3 Kontakte dahinter die Kette! Kuba, Nico hier hinter. Erster Ball! Nico, der ist hier hinter! Sauber! Gut! Hinter dir! Beide! Nein. Komm sie an! Ja? Stichwort Nico, Bälle haben wollen. Wir wollen die Bälle haben. Und das habe ich auch schon in der Kabine gesagt. Kommt einer kurz, so wie Kubaheimer. Er kommt kurz, konnte nicht angespielt werden, geht weg. Raum offen für neue Spieler. Zwei Spieler, die anderen, in diesem Fall 5 Mittelfeldspieler, die wir haben. Das sind Maxi, Kuba, David, Hamza und Momo. Ihr bewegt euch bitte ins Zentrum. Ihr habt erkannt, dass wir keinen Druck vorne kriegen. Also die Stürmer bewegen sich kaum erst ab der Mittellinie oder wenn wir den Ball schlagen. Über außen, Karl und Ziad, wo bist du? Mach mal mehr Laufwege. Du siehst, dass Nico die Bälle schlägt. Mach mal die Wege, egal ob du den Ball bekommst oder nicht. Mach die Wege. Aber was zum Himmel wollen wir zu 5 in der eigenen Hälfte, wenn die Stürmer uns hier anlaufen? Hamza geht da nochmal rein, Maxi geht da nochmal rein, Ziad ist da nochmal kurz gekommen. Was wollt ihr da? Die Gegner binden uns da nicht. Und ihr denkt, weil unsere, was stoppt ihr, warum unsere nicht tief spielen können? Weil sie keine Optionen haben. Und wenn dann nochmal 2 aus dem Zentrum nochmal in unsere Hälfte gehen, was wollt ihr denn da noch machen? Dann schlagt ihr einen Diago, wir haben da einmal, der 10 Meter geht. Bob, Ballverlust. Was soll die Scheiße? Geht selber in die Räume, fordert die Bälle. Stichwort Nico, Bälle haben wollen. Wir wollen die Bälle haben. Und das habe ich auch schon in der Kabine gesagt. Kommt einer kurz, so wie Kubaheimer. Er kommt kurz, konnte nicht angespielt werden, geht weg. Raum offen für neue Spieler. Aber wenn wir zu 5 in der eigenen Hälfte stehen und der Gegner bindet uns nicht mal richtig, da brauchen wir dann auch mit langen Bällen nicht operieren. Weil was passiert? Ein langer Ball, wir gewinnen den ersten eventuell, ja? Haben wir Chancen auf den zweiten in Unterzahl? Wenig bis gar nicht. Und dann möchte ich, dass Hamza nicht so tief kommt, okay? Wir haben erkannt, dass die, wie gesagt, uns nicht angreifen vorne. Dann unterstützt mal Justus mehr bei den Laufwegen. Und beim Abschluss, lass sie erstmal, stellt nicht zu, sondern lass sie so 2-3 Meter, damit die mal kurz spielen. Die haben alle Bälle lang geschlagen. Dann können wir unsere Taktik nicht machen. Und sonst Gas geben, Männer.
Wir haben hier die Möglichkeit weiterzukommen. Die haben keinen Bock zu spielen. Die haben keinen Bock zu laufen anscheinend. Ich verstehe das nicht. Momo. Und wenn wir einen langen Ball schlagen, die verstehen uns eh nicht. Also einfach ansagen und dann, ja. Dann, ja. Langer Ball. Jungs, kommt weiter. Das geht. Die letzten 25 Minuten. Kommt schon, Jungs. Wir brauchen dieses eine beschissene Tor. Immer auf die Kiste. Auf die Kiste. Auf Tor. Zweiter Ball. Ja. Jungs, ihr habt sie gleich! Luis, rück nach! Ohne Foul, gut! Nein! Sag mal jetzt! Im Fußball, nochmal! Hier ist schon die Aktion! Sehr gut, Luis! Ryan, zweiter Ball! Hände weg, Männer! Geiler Ball, Darin. Jungs, jetzt ein Konter! Komm, Hamza! Hamza, mit dem, dieser Kreis vom 16er. Ja, da ist gut. Einer noch auf dem zweiten Posten, den Rücken. Okay, Logos, leider das Spiel unverdient verloren. Ich muss auch sagen, so ein Anti-Fußball-Team habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Lieben Ball nach vorne geschlagen, nicht mal zwei Pässe hintereinander geschafft, auch wenn wir den Platz gelassen haben, zum Spiel haben den Ball lang geschlagen. Dann unglücklich Eigentor darin. Passiert. Wir spielen jetzt gegen Partia Takis. Die sind Dritter bei denen in der Gruppe geworden, also drei Dritter gegen Dritter. Und wenn wir heute gewinnen, haben wir morgen noch ein Spiel um Platz 17. Wenn wir heute verlieren, haben wir morgen noch ein Spiel um Platz 20 oder 21. Bin mir nicht sicher. Viel Spaß. Und los geht es mit dem vierten Spiel. Heute war leider keine so gute Gruppe, aber jetzt gucken wir mal, was wir beim Füße erreichen. Hey, was macht er so? Natürlich. Ja, zeig!
Und lass den nach hinten! Lass ihn doch doch! Gut, Ryan, super, Junge! Ja, ist doch doch! Wir sind da! Ah, schade! Ja, Luis! Weg mit ihm, Junge! Gut, Männer, sehr gut! Hey, das hat dir geil gefallen, Jungs! Schiene, Junge, was ist das? Komm mal, was ist deine Meinung zum Spiel? Komm mal. Was ist deine Meinung zum Spiel? Super erste Halbzeit. Dann geh mal weg jetzt, geh mal jetzt. 1-0 in Führung. Ja, auf jeden Fall Brasilien, Junge, guck. Mach, sag. Was? Ping. Pong. Mit. Que pasa locos. So, Leute, ich komme jetzt rein. RF Cosi. Und. Mach Outfit-Check. Jetzt kommt der brasilianische. Outfit-Check. Schuhe. Ja, meine. Für die Finesse, für Playstyle Plus. Und jetzt. Brasil, guckt einfach. Okay, und wie fandet ihr die erste Halbzeit? Die erste Halbzeit sehr gut, wir haben gut gespielt. Ich bin trotz Eigentor wieder zurückgekommen. Okay, sag mal, Leute. Okay, Lu, wie fandet ihr die erste Halbzeit? Die drei oder was? Den ersten, pillig auf den für mich. Ey, guck mal, du sagst, was? Ey. Er fragt, wie war die erste Halbzeit? Ich sag, du warst krass und so. Und du sagst, go! Oh, Lokos, hier haben wir einmal unseren Trainer. Wie fandest du die erste Halbzeit? Erste Halbzeit sehr, sehr souverän. Wir standen sehr kompakt, muss ich sagen. Sehr gut von verteidigt. Auch Hina hat überragende Grätsche, wird jetzt in der Wiederholung kommen. Wir müssen aufs zweite Tor gehen und dann holen wir uns hier wieder den Sieg. Also, die Frauen? Guter Ball! Billig! Junge! Na, die mal einmal! Die Aktion muss im Tor enden. So, ein Tor noch, komm. Oh. Ball. Rien hat fallen. Sie hat mitgehen, falls der Ball kommt. Clever! Gut, Jusso! Okay, Ryan, Statement zu den zwei Spielen heute. Erstes Spiel leider verloren, zweites Spiel 3-0 gewonnen. Ja, ist halt so, ne? Wieso haben wir das erste Spiel verloren? Was war unser Fehler? Weiß ich, vielleicht mentale Einstellung, weiß ich. 1-0. Gewinnen wir morgen dann noch? Morgen gewinnen wir auf jeden Fall. 1-0. Darin, Statement zu den zwei Spielen heute. Ja, war gut, außer das erste Spiel. Haben keine Tore gemacht. Du hast doch Tore gemacht. Unglücklich ein Eigentor. Leider reingeflutscht. Ja. Passiert. Ja, passiert, Junge. Und dann 2-2-Spieler. Alles klar. So, das kleine Statement. Erstes Spiel, ja. Leider mit Eigentor verloren. Ich muss aber auch sagen, Antifußball. Also so ein Antifußball habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Die haben jeden Ball nur nach vorne geschlagen. Zweites Spiel.
haben wir dann wirklich gut gemacht. Die Jungs hatten auch Spaß, das gegnerische Team hatte nicht so wirklich los. Haben wir natürlich ausgenutzt, 3-0 verdient, hätte sogar 4-5-0 ausgehen können. Wir werden heute zusammen essen gehen und natürlich CL wieder schauen. Ich nehme euch dann noch so ein bisschen mit und dann ist das Video auch vorbei. Überall Katzen, wirklich, Digga. Das ist schon die 6. Katze oder so, die wir sehen. Crazy. Mit Skinny Bracker. So, wir werden jetzt hier essen. XHMA. Wir machen gespannt. So, heißt, wir gehen voll eigentlich, finde ich auch. Für Karl bitte einmal das teuerste. Das sieht echt gut aus. Digga, oh, das sieht auch gut aus. Guck, Digga, ich leg die Karte extra auf den Tisch. Was wolltest du? Das was? Mais mit? Fleisch. Das sieht auch gut aus. Kann eh kein Ärger. Ja, das gefällt dir, ne? Ist noch ein Babykater. Oh nein. Benny ist der einzige von uns, der hier. Zieht, würde ich sagen. Vorspeise. Das ist so typisch griechisch. Cheese-Pie anscheinend. Gucken wir mal, wie das schmeckt. Also ich muss sagen, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das hat so einen leichten Sesamgeschmack. Der Käse ist wirklich reich. Gefällt mir. 7,2%. Hab vergessen noch zu sagen, da ist noch Honig darüber. Richtig, richtig gut. Das gibt so nicht diesen süßigen Geschmack. Warum? Ja, aber welcher Spieler, also welcher Spieler magst du am wenigsten bei euch? Drei Beine wie groß ist, sagt ihr einfach. Sag nichts Falsches, der Film. Oh mein Gott, ey, das ist ein ganzes Essen. So, erster Gang ist vorbei, jetzt kommt das wichtige Big Daddy. Baller, bisschen Pommes. Ein bisschen Pommes war das. Jo, jo. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann ein Like da lassen, abonnieren und Mission Rodriguez. Am Stoß! Segura, calma, emoção. Cuidado pra não precipitar.